Happy Fracking, Jungs. Ich hab halt das Ding, ich hab halt Dennis direkt. Dennis muss halt aus der Box starten, weil das halt. Oh Gott, das hab ich noch nie gemacht. Nee, das, hey, wieso muss ich jetzt links rüber? Was ist das für ein Käse? Ja, weil irgendein das wird wahrscheinlich den verpasst haben und muss in die Box. Vor allem wurde ich schon überholt anscheinend von jemandem. Also irgendeiner war ich übrigens, der vergessen hat, ja, das Auto anzumachen. Das hätte ich auch schon fast vergessen. Ja, anscheinend habe ich schon ein paar Positionen jetzt verloren durch den Schwachsinn, aber gut. Ja, du kannst aber wieder zurückgehen. Das ist kein Problem. Ja, jetzt bin ich wieder Okay. Drin. Das ist so toll. Bloß nicht schneller, ne? Oh. Damn, son, where'd you find this? Ja, toll. Habe die gleichen Monitore wie du, glaube ich. D. Car on the left. Clear on the left. Das war ja nix. Car on the left. Gott, ist das ein Getümmel. On the left. Car on the left. Okay. Clear on the left. Alter! Car on the left. Habt ihr mich halt einfach runter. Clear on the left. Car on the left. Clear on the left. Wilde Stoppphase. Da fahren wir eigentlich mit dem Baby. Er drängt mich halt trotzdem von der Strecke. Clear on the left. Car on the right. Clear on the right. Denn ich hab dich verloren, bist right. Du. Clear on the right. Weiß es auch nicht. Right. Scheint irgendwo ganz viel Stau hier zu geben. Lost in the mess. Car on the right. Jesus, oh Gott, steuern. Sag mal, wollt ihr mich eigentlich alle verarschen hier? Was fahrt ihr denn hier zusammen, sag mal? Was ist denn das hier? Eine Divebomb nach der anderen, Alter. What the fuck? Ja, der Essen ist hier irgendwie durch Blanchiment echt nicht langsam. Aha. Der Ball ist auf Krawall gebürstet. Ja, der ist halt auf der Balz. Sag mal, wollt ihr mich jetzt alle verarschen? Clear on the left. Nu ist ja auch mal langsam gut hier mit Dive. Kontakt erwünscht. Ich werde mich aber jetzt gleich mal ein bisschen zurückfallen lassen. Damit wir mal ein bisschen im Rennen. Nee, damit ich ein bisschen im Feld mitfahren kann. Ach, so weit musst du dich, glaube ich, gar nicht zurückfallen lassen. Was ist mit dir passiert? Ja, der eine dachte, er kann halt noch später bremsen als ich und dann hat er mich so mit 30 km/h mehr gerammt. Oh Gott. War komplett unter Kontrolle. Sah nur wild aus. Alter, ich sehe hier nur Essen. Benny Gas! Ja, sorry, ich musste. Hab nichts anderes in der Auswahl gehabt. Du hast nichts anderes zur Auswahl gehabt. Ist ja, klar, Bruder. Ja, nee, pass auf, ich wäre Ferrari gefahren, aber Ferrari wird es halt definitiv bei uns nicht werden. Und dann wollen Ferrari nicht fahren. Und Lambo und was noch, was in der Auswahl steht, da habe ich halt kein Setup zu. Bringt ja jetzt auch nichts zu haben. Also Lambo ist im Aggressive Setup extrem gut auf der Strecke. Ja, hätte ich mir vorher sagen müssen. Da hätte ich es vielleicht probiert. Ah ja, und McLaren steht noch in der Auswahl, aber McLaren bin ich kein Fan von. Ist aber meiner Meinung nach das momentan schnellste Auto in ACC. Ja, seit der Regen kommt. Würde ich jetzt nicht mal so sagen.
Okay. Da muss halt Setup wahrscheinlich passen. Also ich habe gerade eine Verwarnung bekommen. Für was? Für Audi fahren. Oh Mann. Den hätte halt vor unserer Linie. Frech. Für schnelles Fahren, genau. Alter! Audi fährt einfach komplett geradeaus. Wenn ich hab, dann wird das richtig. Ich hab mega Schaden, ich bin 4 Mal langsamer. Krass, wie ich nicht hinterherkomme. Das ist so übel. Weil der Audi ja eigentlich so schlecht nicht ist, oder? Aber halt, ja, schwierig halt, ne? Ja gut, wie gesagt, ich fahre dann jetzt fast zum ersten Mal. Ja. Nee, klar. Ja, die Strecke ändert sich nicht, aber du musst halt mit dem Audi schon ein bisschen anders fahren. Oh. Dezent. Ach, der Bro. Charlie Furpool, den kenne ich auch, Mensch. AMG gegen AMG, das Duell. Ja, ich glaube, ich gewinn's. Aber ich gebe kein Geld drauf. Da war Ero los. Da wurde ein bisschen das Heck locker, ne? Der Herr Käfer. Ohne E. Jetzt fliege ich ab. Und auch nicht. Was ist denn der Führende? Der ist ja übelst schon weggefahren. Wer? Das ist 76, keine Ahnung. Wer ist denn das? Tobias. Ach, der Ghost Town, danke. Ja, nee, Tobias ist das, oder? Ach nee. Dort, ja, der, gut, der kann fahren und sitzen. Ja, der ist Zimmerzi halt. Die dämmen dir halt im ersten auf Spaß mit dermaßen in die Ohren. Hey, das gibt's doch nicht. Nicht vorbei, ja. Muss mal innen reinsetzen. Also Dirty Air, Radior hoch, nicht geil. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, dann noch tschüss geht, raus, peace fast abgelegt. Dicey 7. Ja, die haben den ziemlich genervt einfach, Holz. Also Audi, der ist nicht mehr so geil. Also, der war mal wirklich okay auf der Strecke, aber das kannst du nicht. Das ist vorbei, die Zeit. Ich würde sogar behaupten, dass der Ferrari sogar schneller ist hier auf dem Track als der Audi. Das kann gut sein, ja. Allein weil er halt eine krasse Topspeed mitbringt. Stefan steckt sich gut, aktuell Dritter und hängt. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss aus, peace, Schubidu. Dann mache ich mal die 17 voll Dicey 7 die Zehe.
Du hast dich wohl gedreht, oder was, KB? Ich denke mal, der muss sich nur noch ein bisschen an sein neues Rig gewöhnen. Wer, Dizzy? Ja, ja. Ja, ja, klar. Er hat ja auch also, ganz andere Positionen jetzt. Pedale sind anders positioniert, Lenkrad ist anders positioniert. Du musst da erstmal confident drin werden. Car on the left. Leader on the left. Ach scheiße, jetzt habe ich Dennis hinter mir. Tiefer 18, aber den Temperaturen, ja. Ich nicht. Welche Zahlen meinst du? Ah, das ist glaube ich schon pink, oder? Slow car, ich bin mir gerade nicht sicher. Yellow flag, be careful. Oder? Warte mal. Ich glaube, das ist der pink. Danke, Flo. Alex, das ist nur ein kleines Trainings-Event, nenne ich es jetzt mal. Ich fahre gerade die ersten Meter mit dem Audi. Alessi würde ich jetzt behaupten, ich bin mir da aber nicht sicher. Ich muss das nochmal alles DEDA optimieren, die Settings. Ich habe letztens erstmal nur reingedeilt, um zu gucken, wo ich rauskomme. Ich habe so Angst immer vor Unruhe. Die Schatten muss ich noch bearbeiten, ja. In der DDR, ne? Und die Sichtweite auch. Nee, ich guck da gleich mal rein, DEDA. Ist alles noch ein bisschen Work in Progress. Ohne DDR ist das nicht so geil. Mach ich nachher. Audi-Fan bin ich, aber der fährt sich halt hier nicht geil. Ja, Audi ist an sich ein geiles Auto, allein der V10, wo da drin ist. Geiles Ding. Ich glaube, mein Auto ist ziemlich im Arsch, Leute. Dennis, du kannst so auf Front Unlaser. Nein, ich schieße das Team vorbei. Grüße, Startabzahl. Ne, geht 5 Sekunden. Wow. Glück gehabt, dass ich keinen Cut bekommen habe. Die Sichtweite auch noch erhöhen. Also Schatten und Sichtweite, Leute. Können wir da das mal für uns safen, bitte? Das wäre nett. Sola. Die Scheiße, der aber auch aus den Ecken rauskommt. Wie ne? geht's dir eigentlich, DEDA? Alles gut? Der Audi. Ja. Michael,
Kurzfazit heißt, ich bin mit der Gesamtsituation einfach unzufrieden. Ja, ja, Nils, sagt sich immer so einfach. Und dabei dann das Auto wegschmeißen. Oh, da ist einer. Direkt glatt, auf Abweg. Ah, sehr geil, Dina. Danke, bis zum Beilassen. Moinsen, Magge. Das ist nice. Das gibt eine Verwarnung, glaube ich. Rot? So. Also, danke für deinen Zap. Ein schlechter Moinsen. Wie viel Kilo habt ihr nochmal extra im World Cup? 20? 26. Boah. Voll übertrieben. Ja, das ist halt wie Team G2 machen müssen. Ja. Einfach vor der Ziellinie anhalten. Ja, wobei bei eurer Platzierung wäre das ein bisschen, hätte es mehr wehgetan. Ich glaube, den guten, was war der Vierter, oder am Ende? Dritter? Ja, Vierter. Ja, den Platz nimmt man gerne mit, glaube ich. Ja, beim 24 gibt es auch doppelte Punkte leider. Keine Spiegel, Leute. Sieht hässlich aus. Ach so. Ja, okay, das ist dann halt scheiße. Sorry, das gibt's dann auch doppeltes Gewicht? Da gibt es leider keinen Kompromiss, dass wir keine. Also, ich, sonst sieht das für mich, habe ich alles dreimal auf dem Bildschirm, das ist scheiße. Also, das ist für mich halt kacke. Den ja noch machen. Ja. Mal ABS3. Wolf, auf der Bremse habe ich ja nicht das Problem. Also auf dem Rennen. Boah. Ich muss auch auf der Seite nachher noch mal nachkorrigieren, auf der rechten. Ist mir gerade aufgefallen. Der sieht aber auch nicht mehr so gesund aus, Essen. Bleibst du in? Okay. Car on the left. Wo ist das eng? Das hätte ich mit dem anderen Monitor nicht hingekriegt. Das war eng, Alter. Da hättest du anfassen können, so dicht war das. Hui! Slow car ahead. Oh, da hättest du anfassen können. Alter, come on. Slow car ahead. Car on the right. Clear on the right. So. Da, wenn ich nicht wüsste, dass es Stefan wäre, hätte ich schon längst einen Angriff gemacht, so einen Konsequenten. Aber irgendwie will ich jetzt auch nicht unbedingt gegen ihn so hart fighten. Dabei kostet das jetzt, was ich gerade mache, schon viel, uns beiden schon viel zu viel Zeit. Scheiße, ich hab die Quali-Reifen drauf, Leute. Danke für die ganzen Follows, Jungs. Ich fahr die scheiß Reifen vom Quali. Meh. Die Schatten, Alter. Das müssen wir daher auf jeden Fall noch korrigieren, ganz dringend. Oh? Car on the left. Oh, bitte fahr mir nicht hinten rein. Bitte, 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 bitte fahr mir nicht hinten rein. Boah, der ist im toten Winkel, ich sehe den nicht. Wie hab ich das? Wie ist die Sau? Clear on the left. Oh, okay, ich wollte gerade nachgeben. Alex, lol!
Ja, ein bisschen was geht. Also ich denke, beim Audi liegt viel im Gas geben. Wie du mit dem Ding Gas gibst. Dass du nicht da so kann viel man nicht einfach stempeln, sondern da muss man so ein bisschen... Nee, dass du nicht so viel in der TC halt rumwobbelst. Hm. Ich denke, da liegt die Krux an der Sache. Der Rest ist ja ganz geil. Hab ich, kein Problem. Dennis struggelt aber auch ganz schön. Du, der hat entweder Schaden. Sorry fürs Knacken. Der Schaden habe ich auch, das ist bloß eine Sekunde. Das macht jetzt nicht so viel aus. Na, wie ist die Laune bei euch? Alles gut. Alles cool. Hast du das Auto? Ja, ich habe auch schon gerade vielleicht Leute abgeschossen. Vielleicht oder hast du es? Vielleicht. Ja, meine habe ich sogar Max abgeschossen. Vielleicht habe ich ja den Bruch begangen. Wir haben schon zwei auseinander. Ich habe zwei Warnings einfach schon und habe schon einen abgeschossen. Das ist schwierig. Sag ich mal. Herr Gottwald, können Sie da ein bisschen weiterkämpfen? Ich würde dann auch kommen in den nächsten Benny, Runden. Benny, nein! Weißt du, macht er hier noch Moving an der Pedis? Fahr jetzt mal zu, Dennis! Es gibt doch mal Gas, Mann! Ich hoffe, du blockierst es auch. Einfach auf Track überholen. Ist immer noch 23:31. Ist ja ziemlich beendet. Ich finde das einfach nur scheiße von dem. Ohne Scheiß jetzt. Wieso heißt der Döner? Du hast noch nichts zu Mittag gegessen und jetzt Korrekt. Kommt der Hunger. Und ja. jetzt kommt der Hunger. Und er heißt jetzt. Halt Döner, Mann. Maximal belastend. Du musst das eher so wie die Karotte und der Esel sehen jetzt. Aber gut, okay. Es wird nicht lange anhalten, sehe ich gerade. Ray, wolltest du mal kurz bitte? Ja, ich komme eh gerade nicht auf Zeiten, alles gut. Ich glaube, du holst eh gleich auf. Ja, ich würde dich gern Bump draften. Ja, ja, alles gut. Kannst du gleich machen. Okay. Ich fahre jetzt einfach durch die Karte geradeaus und phase dich voll weg. Ja, das ist die moderne Art, das Bumpcraft. Die intensive Art. Wenn ich das gemacht hätte, Ray instant angezündet. Ja, ich würde sagen, wartest du mal noch auf die Boxeneinfahrt. Du weißt Bescheid, da kennen wir uns ja aus. Genau, Bumpgrab läuft nie schief. Die Wolken machen auch, was sie wollen. Bei mir hat übelst einen Satz gemacht. Was haben sie geschrieben? Die Wolken? Wenn die einen Satz gemacht haben? Mal bin ich hier, mal bin ich da, jetzt bin ich dort. Alter, da war aber doch so scheiße flach. So kennen wir uns alle. Zu spät. Oh, komm rum.
glaube, da überlebe ich nicht mal auf der Geraden. BX. Hast du mal probiert, einen Eye-Tracker zu benutzen? Ich brauche keinen Eye-Tracker. Ich habe alles hier. Also ich sitze ja in dem Auto. Also brauche ich nicht einen Eye-Tracker. Ihr seht nur im Stream ein bisschen weniger. Kannst du eigentlich schon Cut machen? Ein. Okay. Achso, der ist der vorhin, ja. Okay. Ja, ja. Also Blau Schimar habe ich den kassiert. Okay. Also zu weit rechts wahrscheinlich. Ja, eigentlich nicht, aber der hat mir trotzdem gegeben. ACC hat sozusagen gegönnt. Ja, Gönnerlaune. Ja, Sprit mache ich gleich. Sprit mache ich gleich, Leute. Ja, ich wollte nur Phase, die Reifen einigermaßen anpassen. Wenn ich nichts hinkrieg. Geht mir schon das ganze Rennen so. Das Rennen ist diesen Samstag. Principal. Also World Cup ist diesen also Samstag. Also World Cup mit dem Audi hier, mit dem Klo, was wir gerade fahren. Mit der Gehhilfe. Hast du das Gewicht eigentlich schon reingemacht? Nein. Ulala. Das kann man ja einfach so lokal nicht, oder? Das ist doch, kannst du vom Server. Mit einem Admin-Passwort. Naja, aber da muss ja Entry-List machen. Nein, mit einem Admin-Passwort kannst du das machen. Echt? Ah, okay. Das hat Vince bestimmt nur bei mir gemacht, wo wir auf Barcelona waren. Das ist ein Darknet hier, ne? Der hat sich eher Gewicht rausgenommen, der Vince, dass er so schnell ist. Minusgewicht. Heliumkammern gefüllt. Muss ich bei den Bremsen einen Haken im Boxenstopp haben oder nicht? Rein, raus. Nein, raus. Okay. Nicht wechseln. Wir wechseln in den 24 Stunden nur einmal die Bremsen. Okay, das wird nach der 12. 13. Stunde sein. Genau. In der Regel halten die 13, 14 Stunden. Okay, alles klar, danke. Oh Gott. Der Audi ist nicht so kacke, aber ich bin kacke in dem Ding. Noch. Am Samstag ballert er dann hier die 17er-Zeiten im Rennen. Ich habe einen Monitor zum Zocken, also wo ich jetzt hier drauf gucke. Und einen habe ich dann halt noch für Streamchat. Moin, Sascha. Oh Gott, ey, was zocke ich gerade gar nicht mehr, ne? Ich gebe auf 2er TC. Ey, aber es. Lambul Shitini, hi. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ja, danke für dein Follow. Zuschauer, ja, und danke für die Follows. Ich habe auch gesehen, ihr habt mittlerweile für eigentlich, dass ich nichts mache auf Twitch, schon die 5000 geknackt. Vielen Dank dafür. Was? Jetzt kommt gleich Michael, das können wir so richtig stehen lassen. Ich hatte schon wieder Ködel in der Hose, Mann. Ich weiß nicht, ob das Sprintrennen zählt, oder? Ich denke mal nicht. Boah, gestern hat es bei uns 27 Grad gehabt, ne? Übelste Hitze. Ach ja, I am Bullshit. LOL! Oh, Junge! Sascha, wann willst du streamen heute? Weil ich weiß noch nicht, wie lange ich mache. Und falls du abends fahren solltest, glaube ich, wird das bei mir also schon, heute nichts mit abends. Belasten, dass ich nicht an Ray rankomme. Ja gut, ist ja ein offenes Geheimnis, dass ich eigentlich der bessere Fahrer bin von uns beiden. Nein,
sagte er. Umwelten nicht. Sagte er und stand im Kies. Wer, du? Oh, Herr Balzer hat eine Durchfahrtsstrafe bekommen. Oh, hat er? Oh. Nach 30 Minuten Rennen. Ja, das heißt, rechnen mal hoch, da kommen noch mal mehr. Gott, der Überrunde, der macht mir jetzt schon Angst. Tschüss, Jono. Och, meine Reifen sind so kaputt, ne? Und ich muss damit noch eine halbe Stunde durchhalten. Ich bin direkt hinterher. Hä? Okay. Auch gut. Ja, wir fahren jetzt ein 2-Stunden-Rennen, ja. Busstopp quer genommen. Also ich fahre jetzt zweimal eine Stunde. Bis quasi wir haben Training gesehen, für. Dass manche das sogar relativ schnell hinbekommen. Ich sag's nur mal, er hat das 24 Stunden drin. Er ist seine Quali-Runde getriftet gefahren. EZO. Das sah so aus. Ja. Das ist ein Cut, oder? Ich lupf mal ein bisschen, sicher. Ja, das wäre ein Cut gewesen. Mehr. Zum Glück habe ich gelupft. Nismo, Ausrufezeichen, Ich habe jetzt schon 2 Zehntel verloren. Rennkalender. Wärst du nicht normal Topsplit? Ja, ich wurde zweimal gedivebombt. In der ersten Runde. Und dann bin ich komplett zurückgefallen. Und jetzt bin ich quasi am Aufholen. Denk mal, bis zum Boxenstopp hast du mich und dann... Da gibt es 5 Sekunden Strafe. Okay, danke, Junge. Ich wollte eigentlich in der Box nochmal hier Bremsen mitwechseln. Dass schon mal ein bisschen hinten ans Feld rankommen. Ja, kannst du ja machen. Machst du mit? Überlege ich mir noch. Und dann mache ich es nicht. Wir sind 5 Mann in einem Team. Ich genieße eigentlich gerade, dass ich so ein bisschen freie Fahrt habe. Lieber fighten. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel Abstand ich habe auf den vorderen. Der ist gerade nicht auf dem Papier. Ich fahre gerade so einen Schluss zusammen. Das ist nämlich die Taktik von Michel. Michel zwingt mich ins Gespräch und dann baue ich nämlich ab. Danke für dein Follow, F1 Freak. Sorry, dass ich euch nicht alle namentlich nenne. Also nochmal vielen Dank an alle. Jetzt aber mal hier wieder. Schön reinmeldet in den Kanal. Ja, ist auf jeden Fall zweistellig, ja. Alter, was war denn das jetzt? Ich glaube aber nicht, dass wir nochmal 114 Liter fahren müssen. Der ist relativ spritsparend hier. Der Wagen. Ah ja, das kann sein, weil ich ihn nicht synchronisiert haben mag. Fuck! Das hab ich auch vergessen. Ich hab den Stream heute nur angeworfen. War mir noch nicht schlüssig, ob ich streame oder nicht. Der speichert halt diese Einstellung nicht in Streamlabs. Danke für deinen Follow, Mark. Benji. Ich glaube nicht, dass das Jay ist. Ist das Jay? Auf 25? Hashtag Profi-Streamer, genau. Wow! Aber das will ich auch gar nicht sein, Flo. Chase auf 22? Alles klar. Ja, ich will jetzt eigentlich nur den Stint rumkriegen, dass mein Auto wieder repariert ist. Kommt nämlich nicht aus dem Pushen. Das Auto ist ein bisschen, wie sagt man, unsicher. Und ist dazu dann noch langsamer, ne? Ja, ich weiß, Fate. Ich habe ihn aber nicht gesehen. Was hast du jetzt für einen Spritverbrauch, Ray? Auf jeden Fall weniger als du, 3,84 gerade. Du hast ja 4, irgendwas, 4,26.
Das ist halt krass beim Porsche. Der Porsche hat knapp über 4, was ja okay wäre, aber der hat halt nur 108 Tankvolumen, ne? Das ist halt das Problem bei dem. Ich bin gerne einen Porsche gefahren, aber es ist halt eine riesen Frustkiste. Ich glaube, da muss ich mir für Simgrip noch irgendwas einfallen lassen, wie ich hier noch ein bisschen Pace in das Auto reinbekomme. Erst in die 5. Oh, der hinter dir hat auch eine Drive-Thru. Okay, da haben wir jetzt Luft. Für unser Battle. Weil die tut halt so weh aufs Bar. Oh, ich bin aufgesessen. Das ist nicht gut. Jetzt müsste ich richtig vom Gas gehen. Das tut weh. 13. 14. Ich mach ja Geschenke für dich, Michi. Ja, ich hoffe, du weißt es zu schätzen. Auch unbedingt ein Audi-Coaching. Ja, wegen dem Force Feedback. Pfeffer wäre doch auch Audi, oder? Frag du ihn. Weiß nicht, ob das sich jetzt noch mit den unteren Menschen abgibt. Nachdem er jetzt von Roman Grosjean gecoacht wird. Ach so, meinst du? Ja, hier, also an der Seite kommen noch Vorhänge. Alter, was war ich denn zusammen? Der da. Oh, schöner Schmutz. Wir hoffen das, Lassie. Wir hoffen das. Dennis Schnoger. Du redest zu viel, was? Ja, das betrifft uns beide, glaube ich, meine. Da Herr Raclette hat das geschrieben. Ja, der ist richtig am Spitzen, hat er gesagt. Sorry. Aber der ist auch gerade voll warm, aber ich glaube, das liegt eher an den Temperaturen. Das, was ACC vorgibt, also an Lenkwinkel, mit 900 praktisch, habe ich glaube ich einen Treiber in den ACC eingestellt. Ja, wenn du Driver und ACC angleichst, dann hast du quasi deswegen das, was das Auto in echt hat, also... Genau. Nee, so Coaching möchte ich nicht, Waldgeist. Ist mir auch zu teuer. Zusammen, das ist ja der Wahnsinn. Das ist nicht schlimm. Ja, dass du dich freust, ist klar. Wir müssen nachher mal den Monitor da fixen. Der ist noch nicht richtig, Leute. Da ist irgendwas noch nicht in Ordnung. Vielen Dank für die ganzen Follows. Kriegen wir heute die 2000 voll oder was? Oh, jetzt bekomme ich einen Cut, oder? Nee. Der kippt irgendwie nach rechts weg. Der muss noch nach oben. Schon nachher mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ja, ich bedanke mich auch mal. Könnt ihr das mal zu der Liste schreiben, die noch zu fixen ist, bitte? Also Schatten, Marvin, Distanz und rechter Monitor? Genau, Schlauvi. Ich bin nur abgeflogen beim Circuit World Cup. Deswegen sind wir Platz 4 geworden. Das stimmt?
Ja, konstant langsam, das stimmt. Ich glaube, das wurde noch nicht aktualisiert. Also wir hatten ja schon 1500 noch was. Also für den Lambo habe ich 2 Runden gebraucht, Danny. Leg mal 4 Zähne Lasors weggeschmissen. Das läuft ja gar nicht. Ich glaube, auf Spa ist es wichtig in den 24 Stunden. Vielen Dank für die ganzen Follows, Jungs. Da nicht so viele Durchfahrtsstrafen zu kassieren. Auch, ja. Das macht viel aus, denke ich. Weil das sind halt gleich mal 2 Minuten, wenn du so eine Durchfahrtsstrafe kassierst. Also ich glaube, eine musst du auf dein ganzes Rennen mit einkalkulieren. Sag mal, eine Drive-Thru auf 12 Stunden gesehen ist in Ordnung. Sag ich jetzt mal dreist. Oder man macht's wie ich. Ich fahre einfach 15 langsamer und kassiere keine Drive-Thru. Ist unter dem Overall dann, wenn die anderen jeweils einen Drive-Thru kassieren, schneller als alle anderen. Das stimmt. Ja, du verlierst ja 1,5 Minuten durch, allein da durchzufahren. War das nicht knapp 2 Minuten, oder? 3 Viertel Runde schon weg. ...1,50 ist eine DT. Und fast 2 Minuten. Ja, ja. Also fast 2 Minuten. So hatte ich das in Erinnerung. Ich dachte 1,30, aber gut, ist ja noch schlimmer dann. Korrekt. Oh, nee. Dann einfach DT anfahren. Okay. Zu schnell in die Box. Dann beim Boxausgang einfach noch in der Kassier. Da sehe ich mich. Der Trick. Du hast bis im DRS-Fenster nicht. Jetzt erwarte ich aber was. Ja, warte mal. Einfach jetzt Flügel um. Zündung ausmachen. DRS. Wir müssen ja eh bald in die Box. Ich habe noch 45 Liter. Bisschen Hammer noch. Ich glaube, ich muss gleich Sprit sparen, Junge. Meinst du? Ja. Weil laut der Anzeige habe ich noch 8 Runden Sprit. Ich hab's auch. Aber ich kann ja ein bisschen länger fahren als eine Stunde. Okay, nice. Oh nee. Jetzt habe ich nicht auch. Oh Gott. Uiuiui. Okay. Also ich einmal gesaved. Nach vorne das fahren, war kacke. Meine Reifen mittlerweile schon so verhunzt. Nee, ich bin aber auch gerade. Also ich finde irgendwie in der Phase ist man einfach nicht schnell. Ich glaube, die letzten Runden wird es dann wieder ein bisschen fixer. So war es zumindest bei meinem 24er auch, finde ich. Dass du irgendwie so irgendwie mittendrin im Stint einfach das Ding ein bisschen eingebrochen ist. Boah, das war knapp. Puh. Kehr des Todes. Ja, die machen alle schön sauber Platz, also. Ja, das ist 13 Sekunden pro Stint, Lassie. Das mal 24. Wenn du in 12 Stunden dadurch eine Durchfahrtsstrafe, sag ich mal, ausweichen kannst, kommt das schon hin. Also 13 Sekunden pro Stunde wäre das dann praktisch. 10 Stunden sind das halt 130, da hättest du jetzt halt deine. Ich bin, also ganz ehrlich, Leute, ich bin so happy, dass euch das alles so gefällt. Das freut mich sehr. Das hat sehr viel Schweiß, Nerven und Zigaretten gekostet. Wir müssen realistisch sein. Mit dem Zusatzgewicht und dem Audi in Spa sehen wir uns im Simgrid vielleicht so im 30er-Bereich, also ganz vorne werden wir nicht fahren, das können wir komplett vergessen. Also wenn wir im Quali nicht irgendwie eine Top-Zeit rausschmettern, wo wir dann sagen Quali können, auch das Zusatzgewicht? Glaube ja. Ja, und ein wenig Geld, aber... Ich habe noch mal so eine Frage. Ja? Wenn ich so eine Durchfahrtsstrafe habe... Ja? muss ich da irgendwas einstellen? Oder einfach durchfahren. Ja. Am besten du fährst gleich zu schnell rein, weil da kannst du nächste Runde vielleicht noch eine machen. Da kannst du es nochmal üben. Du machst wie mich, du fährst erstmal 3 Runden nochmal weiter. Ja, oder so. Ja.
disqualifiziert oder was? Ja. Ja, mir gefällt das, aber ich muss ja gemacht. Für euch auch bei schön einem 8-Stunden-Rennen, ne? Bei einem 8-Stunden-Rennen hast du dich disqualifizieren lassen. Ja, yes. Genau. In der letzten Stunde, glaube ich, sogar war das. Oh ja, das Geilste war, dass die Rennleitung sogar die DSU euch gestrichen hat, aber Michel war so frustriert, dass er gar nicht mehr am Rig saß. Er ist weggegangen. Das war halt wirklich geil. Vor allem, das habe ich halt auch noch dann live gesehen. Da habe ich gerade noch so reingeschaltet, dachte so, hä, warum sitzt da keiner? Weil ich war bei der Arbeit, habe mit dem Handy im Discord rein, habe mit der Rennleitung gebeten, so dass es halt irgendwie ein Bug war oder sonst was. Und dann wird die DSU geklärt und so, Michel? Was ist Michel? Schließ dich da! Oh. Ich hab halt vom Ingenieur gesagt bekommen, bleib noch eine Runde draußen. Ich sag dann halt auch noch, ich wette mit dir, ich fahr jetzt über die Ziellinie und stehe an der Box. Ich fahr drüber, zack, in die Box gebeamt. Da hab ich das Headset erstmal weggelegt, bin erstmal ganz runter in Ruhe in der Entspannungskippe rauchen gegangen. Und da war ich ganz schön angezündet. Aber witzig. Yellow Flag ist ja. Auf welchem Platz waren wir denn? Da waren wir Platz 1 fast. Wir waren. Also, auf jeden Fall aufs Podium gekämpft. Ja, waren und am Ende war der dann halt 15 natürlich. Oder sowas. Also Top 15. Was ja in deinem Sendestint für Platz 2. Aber Platz 3 hätten wir safe gehabt. Und dann waren wir nur noch Platz 15. Jawohl! Zweite Cut-Warning. Nimm ich auch schon. Fängt das jetzt gleich wieder bei 0 an? Ja. Juhu! Darfst noch dreimal cutten. Ach stimmt, wir waren ja auch noch auf dem letzten Platz und wurden bei dem Rennen ja dann noch von so einem Ferrari getötet. Ja, weißt du noch? Da waren wir ja noch... Ja, ich weiß das noch. Genau, da sind wir ja vom letzten Platz auf Platz 2 vorgefahren. Oder 5, oder wie das da war. Ja, Platz 3 waren wir halt safe von 40 oder so. Da muss, glaube ich, das ganze Feld wieder 2 Runden zurückgerundet, oder wie war denn das? Das war doch übelst viel, was wir zurückfahren mussten. Jo, Alter, sag mal! Alter, ich sehe Gefahr. Hört es sich halt im Logement in mich rein. Fährt da in mich rein. Was denn? Ich komm links an dir vorbei. Oh nee! Warte, kleiner Boost, Ray. Ja, komm. Warte. Ich meine Vollbremsung, okay? So. Heißt, jetzt hab ich den eben da. Hast du das gesehen, was passiert ist? Ja. Was zum Move, ne? Bin da lieber vorsichtiger durch, weil ich nicht wusste, ob der jetzt stehen bleibt oder sogar weiterfährt. Das weiß man ja nie so. Ja, Chat, das vergesst ihr nicht, ne? Mein Auto sagt, sind immer mehr zerbeult, ey. Soll ich die 7 Sekunden Schaden reparieren oder nicht? Ich weiß es nicht. 6 Runden Sprit habe ich jetzt noch. 9. Wunderbar. Das reicht ja dann ziemlich genau für eine Stunde. Dann stehst du in der Box. Das heißt, es wird halt. Kommt darauf an, ob es eine extra Runde am Ende gibt oder nicht. Es wird halt sauer eng für dich. Also die Bonusrunde hast du auf jeden Fall nicht drin, glaube ich, im Audi. Das ist das beste Alphabet, was wir gerade aktuell hier zu Hause haben. Also ja, ich weiß, könnte besser aussehen, aber das ist das Beste, was ich hier habe, ohne jetzt 2000 Euro auf den Tisch zu legen. Wird aber, also das hier, die Qualität wird irgendwann nochmal auf meinen Standard gehoben. Training für nächsten Samstag ist. Ich muss den Audi nächsten Samstag in Simbrit fahren, Spa, 24 Stunden. Und nächste Woche geht's dann halt mit Ferrari los. Aber ich habe gerade nicht so viel Piepen übrig. Ein kleines bisschen schneller, aber da bin ich jetzt auch keine Rakete. Eine neue Kamera zu kaufen. Deswegen müssen wir erstmal damit leben. Der ist ja richtig fix, wenn wir aber irgendwann ist er dann noch ein bisschen abgebaut. Wo ist denn der eigentlich aktuell? 5. Danke, Niemann. Yellow Flag, Sector 3. Meine Vorderreifen sind so durch. Weil ich da 100% Car Control habe. Ja, das ist ein Bug, habe ich auch 100%. Oder 0. Ich habe 0. Das sind einfach nur gut, Mann. Ach nee. So, meinst du? Wenn du in Ratings guckst, steht. Alles gut, Alphabet. Alles gut. Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber da stehen tut gerade 0. Ich bin immer offen für Feedback. Ja, mein wenn ja, das vernünftig halt weiß schon, was ich meine. Geäußert wird. Eigentlich ist es ja auch ein Bug, weil 99 ja, glaube ich, der höchste Wert eigentlich sein sollte. Anmeldung? Anmeldung.
In der Gegengerade hebt ihr aber der Arsch aber gern ab, Danny, ne? Da mäht jemand Rasen für uns, dass wir bessere Sicht in der Kurve haben. Trinkgeld für die sehr unterhaltsamen Stunden. Hey, raise me, dankeschön. Ey Leute, vielen lieben Dank für den ganzen Support. Die letzten paar Doppel Tage. Null, genau. Car Control, Doppel Null. Ja, wir lassen es laufen halt. Es geht nicht tiefer, Manga. Das ist für mich meine Augenhöhe. Alles das, was ihr seht, das muss für mich okay sein. Wir müssen halt immer so ein bisschen Kompromiss... Wir müssen halt immer alle so ein bisschen Kompromiss finden. Das ist für mich das Beste jetzt hier. Also das passt genau auf meine Wheelbase und so sitze ich halt genau in einem Auto. Für euch ist es ein bisschen komisch, I know, deswegen haben wir mehrere Kameraperspektiven. Aber das ist der Kompromiss zwischen, ich habe drei Bildschirme, ihr könnt alles sehen. Oder muss ich mich kurz mal konzentrieren? Wie viel Geld muss man rechnen, wenn man so das haben will wie ich? Mit oder ohne Streaming-Equipment? Ja, weißt du, wie heißt der? Während... Also, das hier so wie es steht, kostet so um die 10,5. Okay. Ich bin Opel-Fan. Ohne Rechner. Ich bin nur ein Porsche-Fan. So. Da hat er was falsch verstanden. Mein erstes Auto war halt Opel, aber deswegen bin ich noch Opel, kein Fan davon. Astra F. Genau, nein, Calibra habe ich. Und da unten auch schon hast du neue Scheinwerfer geholt. Für dein Opel. Ach so, Porsche wird alles klar. Also warst du da auch in Ausschussleben und hast dir neue Scheinwerfer geholt für dein Opel? Neue Scheinwerfer? Nö. Kennst du das nicht? Boah, die sind so geil, schon glatt drauf einfällt. Ach so, ja, doch, das hast du mal geschickt, ja. Ist aber für irgend so ein komische, weiß ich was für eine Kiste, der ist gekauft. Opel Astra F. Ach so. Hast du schon mal auch ein Video geschickt mit dem Corsa AMG oder was war das? Ja. Weißt du auch ohne? Ja, also ich glaube, wir sind aber auch mittlerweile schon über, also weit drüber, über diese 10,5. Weil schon die Kamera, die hier gerade vor mir hängt, sind 4000 Euro. Also Chat, ich speise die hier oben ist. Also die hier oben sind. Ja, ich mach ein bisschen langsamer. 400. Und dann ziehe ich dich jetzt ein bisschen und du kannst ein bisschen Sprit dabei sparen. Denn ein Monitor abgezogen sind nochmal 200 Euro. Ja, der Rest ist eigentlich alles nicht für Stream relevant, also ich glaube, müsste mal ganz genau das ausrechnen und aufschlüsseln. Wie gesagt, meine Kamera ist ja schon... Ich bin überrascht, dass die Reifen noch so gut sind bei dem Audi. Meine Kamera ist ja schon alleine 4 und dann B noch dazu, der 5. Ja, Monitor. Oder? Ich habe das ehrlich gesagt nie zusammengerechnet. Weil für euch ist mir nichts zu teuer. Und die Jux geht mir auf Keks. Ich will einfach nur in Ruhe reden. Ich glaube, dann sind wir aber zusammen. Er ist im Kampf. Oder noch leiser machen. Spare Spritkäfer. Auch mir ist das egal mit dem Zusammenrechnen. Glaube ich, ich werde ihn in der Kurve Bumpdraft geben. Das bringt es logisch am meisten. Mir ist das egal. Ich weiß ja ungefähr immer, wie viel ich dafür ausgebe. In der Kurve, ja. Macht am meisten Sinn auf jeden Fall. Boah, die reden so viel. Das ist Wahnsinn, wie die beim Rennsport immer übelst viel quatschen.
Aber ist auch normal, da sind 6 Content Creator in einem Zimmerchen. Ja, die Rennversion von Meet and Greet, Dirk. Genau. Ich höre irgendwo ein bisschen weit entfernt so ein V10 schreien. Ja, aber dein Trick hört die, ja, Mann. Ja, die ist halt das war viel zu spät. Gerade da jetzt die Doppel-Rechts raus, ne? Aber ich muss echt rein langsam, meine Reifen sind richtig im Eimer. Ich glaube noch nach der Runde fahre ich rein. Jetzt komme ich aber hier nicht rum. Deine Chance, Michi. Gibt kein agileres Einlenken. Was, wie, wo, wann? Achso, beim Dive Draft, ja, ja. Nee, ich fahre die Reifen aus dem Quali, ist los. Ich fahre aktuell die Quali-Reifen noch. Da war eindeutig Kontakt mit dabei. Und das ist hier schon sehr, sehr rutschig. Plus, dass ich 2 kleine Crashes hatte. Und das macht sich auch ein bisschen bemerkbar. Langsam wird es schwieriger. Ich hätte fahren. Sogar jetzt noch, wenn ich noch ein bisschen Sprit spare, hätte ich sogar noch 3 Runden. Wow. Glaub, ich bin ja, ich denke mal, ich werde voll tanken. Ja, schon passiert. Deswegen lasse ich ja immer so ein bisschen mehr Sicherheitsabstand. Also hatte ich zumindest nicht vor. Oder ich bin da. Ne, machen wir nach dem Boxenstopp. Minus. Oh Mann. Guck mal, jetzt sind noch 21 Liter drin. Damit könnte ich noch. Ach. Damit will ich noch mal so Bremsen viel fahren. Wechseln. Also wir werden die Bremsen nochmal reinhauen, dass wir nochmal ein bisschen ins hintere Feld kommen. Das ist dein erstes Test gleich für die. Was willst du? Danny meine ich. Hä? Explain, wie kannst du schneller wie 50 fahren? Bye, motherfucker! Lol, wie er einfach nur exploitet. Aber übel. Er fährt halt 60. Nee, ja, 56. Du musst ein Pitlimit daraus machen. Du kannst, du kannst 69 fahren, ohne dass es dich zurück in die Box beamt. Aber es ist normalerweise nicht bei den Rennen, dass du da dann eine Strafe kriegst für. Ich dachte, es geht nur mit Training und Quali. Nee, im Rennen geht das, glaube ich, auch. Das ist. Alter, das ist Immersion-Shit, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ey, der ist auch nicht vom Bodenlaufen geworden. Ey, manche Kurven. Jetzt? Okay. Also wirklich sonst ganz. Sind sie doch so streng. Ganz ja. Enge Kurven. Guck die Linie an, du kriegst eine Strafe. Okay, ich guck schon nicht hin. Ich mal sie weg. Ja, oder? Ist doch schon so. Also ganz enge Kurven, die haben einfach so krasse Immersion. Also könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist so abgespaced. Also die Kurve da, ich habe mir gerade richtig in die Hose geschissen, dass ich das Auto in die Wand baller. Da war noch ein Millimeter. Boah, Alter, dieses Gefühl. Ich glaube, da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Brauchst du nur 80 nachtanken? Okay, ich mach 90. DT kriegt wegen Speeding und ich dann auch. Ich mach mal 90, Hand, dann haben wir noch ein bisschen mehr. Ja, das ist doch sehr gut dann. Hey, Project JS, wie geht's dir, Maga? Ist gut? Ja, schön, dich zu sehen. Wenn du einfach nachmachst, ich meine, wissenschaftliche Infos müssen verifiziert werden. Hast du mehr Schaden? Dankeschön, Schmidti. Danke, Danny. Super, schön. Toll. Also, das schon mal nicht. Mit Danny und ich haben jetzt ein bisschen 30. Läuft. Goodbye, Motherfucker. Danny, komm her. Aber ich finde, die Stunde war eigentlich relativ okay. Es war jetzt nicht mega schnell, aber war relativ stabil für einen Fefe. Also auch gute Zeiten. Also durchschnittliche Zeit, sagen wir es mal so. Das habe ich nur gemacht, damit ich auf Map 1 durchfahren kann. Ich glaube, die Reifen sind jetzt ein bisschen kalt. Scheiße, du Sack. Lass uns das Ding in den Lauf. Läuft Training ganz gut eigentlich. Ich habe nur gesagt, ich ziehe dich. Ich habe nicht gesagt, ich bin vorbei. Ganz gut, Jay. Project JS. Wie soll man dich eigentlich ansprechen? Project JS erscheint mir immer so ein bisschen...
Weird. Was sind wir denn jetzt? 26. Genau. Sind wir rausgekommen. Na dann mal los. Ja, 2 Grad über 5. Müssen wir da hochgehen, wenn wir drücken. Erste Runde fahren wir noch die Reifen ein bisschen warm. Und dann können wir ein bisschen attackieren. Autos wieder heil, Reifen sind frisch. Oh ja, das ist schon ein großer Unterschied hier. Das ist ein Riesenunterschied. Hui! Ihr habt tatsächlich eine Strafe bekommen, ne? Ja. Ich glaube, Jay hatte eine Durchfahrtsstrafe. Richtige Profi. Ja. Mich ja, ist so ja, das kann man da auch wahrscheinlich auch nicht verboten. Das passt schon. Schnattertante einfach. Der einzige Nachteil an Triple Screen ist leider, dass man keine Grafikkarte findet, die auch nur ansatzweise genug Dunst hat. Das ist das Einzige. Also man muss halt so auf ja, Low Medium spielen. Schreib alle Nähe. Also Bei 2 habe ich schon mal gesagt. 40-90 Regel. Ey, selbst eine 30-90 hat große Probleme damit. Aber ist okay. Also ich fahre jetzt, glaube ich, mit 90 FPS, 90 bis 100 im Schnitt in WQHD. WQHD bei 50 Autos. Ist okay. Also wirklich, ist gestrichen 90. Okay, also lass mir. Finde ich okay. Hier, da fehlt es eh. Rutsch. Wird mehr sein. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Kamera so lassen oder umschalten? Du, was könnt ihr zwischendurch übrigens auch immer mal als Wunsch äußern? Ich kann jetzt nämlich einfacher den Chat lesen als vorher. Was anderes machen? Ich glaube, Gelonius hat schon ein bisschen Schwein im Tee zum Montagnachmittag. Jesus. Ja, jetzt kommt keine Angst auf meinen Anruf, weil es war zu spät. Der Service ist in diesem Moment abgeschlossen. Nee, ich möchte Zuschauer nicht darüber entscheiden lassen, was hier läuft und was nicht. Also gerne mit Boot, aber dann müsste ich wieder irgendwelche komischen Add-ons und Ports aufmachen und da habe ich keinen Bock drauf. Das will ich nicht. Ja, du musst dann halt ab und zu mit Map 2 fahren, dann kommst du gut. Das geht ja. Alter, wo kommt denn jetzt der ganze Grip her? Ja, ich kann doch einmal lenken. Vielleicht mache ich das irgendwann mal so, dass die Mods da steuern können oder so. Das wäre ja schon mal was, aber da müsste ich mich auch erstmal irgendwie mit auseinandersetzen, ob das irgendwie geht. Mod Dennis eigentlich schon an der Box? Dann könnten wir das später mal machen, in 24 Stunden rennen, dass Mods da irgendwas ändern können. Nee, 9 war das nicht. Woran sieht das irgendwie? Nee, so sieht man es gar nicht, ne? Nee, nur wenn ich die Boxen aufs Kopf ziehe, dann ist das so was. Ja, die ist auch, wenn du jetzt in der Box bist, dann ist das passt schon, wenn es war neu. Weil dann bin ich mit der Faust ist stören? Oder macht ihr gerade Wichtiges? Gestört? Nee, ja. Habt ihr irgendwelche coolen Reifendrücke? Weil ich bin die ganze Zeit jetzt mit 26,4 vorne rechts gefahren, das war unangenehm. Da machst du ein PSG mehr drauf. Ja, ich hab die schon irgendwann umgestellt. 26,0 auf alle. Ah, danke Silverquest, ja. Du fährst dann das Auto. Ja, okay. Kein Problem, ich mach dann schon. Du musst dann, schon. Also, wenn du Luftdrücke einstellst, mach das immer erst vor dem Boxenstopp. Okay. SimHub Project. Also das, was auf meinem Kopf ist in der Mitte und unten rechts, das ist SimHub.
Und dann, also hier läuft SimHub im Background und auf dem Streaming-PC liest er dann die Daten aus. Also ich sehe die Sachen nicht, nur ihr. Linko, ich hab's richtig gut gemacht. Ich hab noch in der freien Runde jetzt noch zwei Track-Limits bekommen, also... falls du es nachmachen möchtest... Oh Mann. Ich kann nochmal eine Runde fahren, das ist so gut. Wie war das Ding? Orkus, bist du zufällig da? Das habe ich von, der gute Orkus hat mir das geschickt. Vielleicht ist er gerade da, dann könnt ihr dir einen Link geben. Das stimmt, wir konnten ja, hätten ja theoretisch beim 24er länger können mit dem ersten Advent durch die Mission. Also. Ja, ich muss da noch ein anderes suchen, Deda, nachher. Lässt du mich vorbei? Das ist schön. Love you. Thank you. Ich muss noch mal ein anderes suchen für das in der Mitte. Ist zwar schön gebogen und fancy, aber die Schatten sind doof. Vielleicht finden wir noch was anderes für die Telemetrie. Was klappt? Orkus, kannst du mal den ersten Link, den du mir geschickt hast für die SimHub-Seite mit den Overlays, kannst du das mal in den Chat reinballern für Project.js? Also wir haben so hohe Reifen, die gell? DG, Michelle. Richtig gut gemacht. Ringsum 28.0. Ja, das heißt, jetzt darfst du schön die Cursor wegnehmen. Immer mit dem Eimer aus. Aber so schlimm ist es, glaube ich, weil nach, glaube ich gar nicht, weil nach Campbell haben sie wieder hin. Ja, eigentlich will ich die Telemetrie ausmachen, weil ich will die gar nicht sehen. Weil ich habe in der Mitte den Display, ich sitze ja im Auto, also ich will eigentlich alles ausmachen hier. Sehen, was jetzt mit den neuen Reifen geht. Falls ihr mehr Fragen zu Rennen habt, die in der Zukunft stattfinden, Ausrufezeichen Rennkalender. Ja, du bist zu früh reingehauen. Hast du nicht, dass der so reinbremst, der Limiter? Ich hab's ja automatisch. Ja, ich hab's jetzt einfach mal krass verfangen. Schon irgendwie so gefühlt 50 Meter vorher, der hat mich übelst abgebremst. Also ich hab bestimmt jetzt eine Sekunde oder so verloren, weil ich halt einfach so zu früh war. Ja, das ist alles gut. Ich hab noch nicht gedreht, ne? Ich hab noch keine Rundfahrtstrafe gehabt. Ja, die Telemetriedaten habe ich, die habe ich ja gesondert mit einem Plugin, aber das Plugin sieht scheiße aus. Also ich will halt keine Telemetriedaten haben. Ihr habt die hier drinne und ich habe die auch nur hier auf dem Display drauf für euch, weil ich brauche die nicht. Ich sitze ja wie gesagt im Auto und ich sehe in dem Auto alles. Das ist nur für euch, also in den Ecken. Hat der doch 50? Yay. Ihr Säcke. Grüß dich, Elias. Danke nochmal für die ganzen Follows, die ihr in letzter Zeit reingekommen habt. Vielen Dank dafür. Das war kein guter Stop. Schlechte Einfahrt, schlechter Stop. Red Tires sind auch nicht die besten, glaube ich, die ich mir mal aufziehe. Keiner gesehen. Was gut, Memphis? Wink, falls du. Für mich ist das alles ein bisschen neu. Also, ich muss gerade ganz viele Dinge neu lernen. Also, jede Strecke muss ich neu lernen, weil ich halt ganz anderen Blick auf die Strecke habe. Aber es ist einfach un. Also, es
ich würde nie wieder ohne fahren. Also das ist einfach ein unfassbar tolles Gefühl. Also Triple Screen als auch das Rig. Also das Rig ist einfach so geil. Hier ist alles so stabil. Ich sitze so gut hier drin. Ich habe noch keine Knieschmerzen, keine Rückenschmerzen. Mir geht's super gut. Macht er natürlich nicht. Meine Handgelenke sind noch supi. Also ich fühle mich sehr, sehr gut hier drin. Also wirklich sehr, sehr gut. Ich bin jetzt noch ein bisschen langsamer auf jeden Fall, weil ich, wie gesagt, mich noch ein bisschen an alles gewöhnen muss. Ich muss mich noch ein bisschen an alles gewöhnen, aber ansonsten, glaube ich, ist das hier schon eine 10 von 10. Die Reifen richtig, die Reifen sau richtig. Dankeschön. Also, das zweite in der Runde, oder? Ist eigentlich das erste, das meistens nicht so. Oh, das ist eine gute Frage. Aber das, glaube ich, funktioniert mit dem Triple Screen View. Das ist halt jetzt blöd, jetzt fahren wir hier alleine. Was ist denn ein preisakzeptabler Sitz? Oder ein akzeptabler. Also. Guck mal auf den Schrottplatz und zieh dir einen aus dem alten AMG oder so. Dann brauchst du hier keinen neuen kaufen. Danke. Wann kommt die Motion-Plattform? Irgendwann mal. Also mein Plan ist es jetzt, ich möchte gerne die Wheelbase noch tauschen. Ich möchte hinten, also über meinem Kopf, noch eine bessere Kamera haben. Und dann können wir mal über Motion-Plattform reden. Sitzt halt im Essen. Der Essen ist hier wirklich absolut geisteskrank schnell. Das ist eine Macht, ja, absolut. Und vor allem ist er halt, sagen wir mal, nicht kompliziert zu fahren. Nee, wirkt das wirklich nicht. Einfach nur Radior, Kaffee trinken und Stück Kuchen. Ja, einhändig fahren jetzt mal. Drei ganze Zeit. Genau, eins nach dem anderen. Irgendwas muss ich ja mit eurem Geld machen. Also das klingt jetzt dumm, aber... Oh, das wird Ärger geben. Glaube ich, oder? Nee, doch nicht. Moins. Ist ja auch logisch. Ja, bevor ich mir jetzt einen fetten Lamborghini kaufe, versteht ihr? Und ein fettes Haus. Das kann ich später machen. Nee, Spaß beiseite. Das Projekt läuft noch. Trotz frische Reifen fahre ich halt immer noch dieselbe Rundenzeit wie am Anfang. Faster car behind you. Oh Brudi. Oh Brudi. Car on the left. Clear on the left. Oh, das ist aber nett von dir. Okay, was habe ich denn jetzt anders gemacht? Herr Raclette hat sich wieder gemeldet. War so ein Raclette? Das ist schon geil, ne? Ich hasse dann nicht mehr den Weg zurück. Maga, das war aber smooth as fuck, Alter. Huh. Nord? Hm. Gut ist dann. Hallo.
Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie geil das ist, wenn du hier drinnen sitzt und das so smooth läuft. Kannst du dir nicht vorstellen, wie geil das ist? Wenn du das im Augenwinkel siehst und genau weißt, wann du reinziehen kannst, weil du weißt, er ist vorbei. Oh, ist das geil, Alter. Das ist so geil, ey. Das ist so geil. Nichts mehr mit Raten oder irgendwas. Das ist einfach so schön. Okay, also hab nochmal eine Carbone. Die letzte schon, oder dann? Alter. Das ist aber bei Ferrari auch, finde ich. Der Ferrari ist etwas bitchig. Ein 0,1 Unterschied macht da schon das ganze Balance irgendwie aus. Ich kann die Hauptcam spiegeln, wenn ihr das wollt, ja. Das ist mir egal. Also, ich verstehe, aus welchem. Aus welchem Grund ihr das machen wollt? Ich kann das für euch machen, ja. Hey, das gibt sich fast auf. Ich verbrenne mich da jedes Mal rein. Das war knapp. Ich fahre da einfach nochmal durch die Kopf. Ich fahre jetzt mal eine Runde mit zwei. Ja, das Ding ist, ich muss eh bald raus. Nur noch 20 Minuten. Aber dann muss ich mich fertig machen. Nee, nee. Ja, ich muss noch gucken, an welchen Kurven ich reden kann und wo nicht. Schnell bin ich gerade noch nicht, Leute. Da fehlen noch 1,5 Sekunden. Also normalerweise würde ich 1,5 Sekunden schneller fahren noch. Also der rutscht jetzt die ganze Zeit über den. Aber ich bin jetzt auch ein paar Tage nicht gefahren. Das Rig ist komplett neu. Also ich bin noch ein bisschen langsam. Aber das ist okay. Bin ich so nicht gewohnt. Nicht alle Fahrte. Also es gibt auch einfach zu fahren da. Und wie zum Beispiel der ist. Wie zum Beispiel dieses Schunker, was der Rainer fährt, da kann ja nichts. Ich fährt eigentlich von alleine. Normalerweise fährt Rainer. Ich bin komplett nass von oben bis unten, ey. Yellow flag, be careful. AMG ist relativ einfach zu fahren. I doubt that. Also ist natürlich auch streckenabhängig. Ne? Also so ein Audi geht auf Battle ist natürlich auch mega geil. Ja, das ist aktuell ein ziemlich krasses Auto, ja. Und ist auch echt einfach zu fahren auf Battle, aber hier auf Spa geht es ganz schnell los. Der Porsche ist Müll. Okay. Car on the right. Clear on the right. On the right. Clear on the right.
Obwohl der Overall gar nicht so schlecht ist. Klar, für Endurance-Rennen ist der nix, aber für Sprint-Rennen ist das Ding immer noch ganz schön schnell. Der Porsche? Ja. Hat man jetzt hier letzten Freitag im Calgary Car gesehen, wo der Porsche mich einfach mit einer AMG, also ja, wo der Porsche den AMG einfach steht, das war. Das hat mich auch überrascht. Bei uns Monster ja dasselbe eigentlich. Ja, bei Monster ist es aber irgendwie klar, dass man relativ beschleunigen kann. Und da ist halt der Porsche schon gut. Leute, das Overlay, was rechts an der Seite ist, ist das gut? Also ich habe es noch nie gesehen in voller Pracht mit vielen Autos. Ist das gut? Können wir das behalten oder sollen wir das auch noch wechseln wie das in der Mitte? Nein. Könnt ihr mir da kurz mal Feedback geben? Also nur in der Szene, das hier. Das da. Könnte größer sein. Ja, okay. Können bitte Leute, die am Handy oder am Tablet sind, oder am irgendwelchen kleinen Bildschirm diesbezüglich kein Feedback geben, weil ich weiß, dass es für euch klein ist. Und ich will euch nicht ausschließen, aber auf euch kann ich da diesbezüglich nicht hören. Die meinen Photonenstrahlen. Weil für euch müsste ich das komplett über ein Display ziehen. Ja, das bei der Notscheibe fängt aber mit der BMP zusammen. Und auch bitte Leute, die 5 Meter von ihrem Monitor weg sitzen, nicht. Ich hab euch lieb. Ist okay, gut. Also ist alles drin, so Zeiten und so. Dann ändern wir das nicht. Dann gucken wir nachher mal, ob wir irgendwo in der schönen, in den schönen Vorschlägen von Orkus noch irgendwo ein Telemetrie-Ding finden. Jetzt. Ich würde es auch am PC zu klein. Ja, dann musst du dir mal einen anderen Monitor holen als 4 zu 3 VGA. Oh, darf ich hier einmal durch? Ja, schön. Weißt du, also ich komme da halt beim Raus und vom Gas runter und fahr halt dann wieder weiter. Weißt du, dass ich dann sage, nee, ich bin halt definitiv langsam und dann sagt das Spiel, nee. Du willst mich jetzt verarschen, oder? Deine Referenzzeit war zu. Alter, komm mal. Nämlich, jetzt musst du halt die Schande erleben, dass ich dich jetzt on-break hole. Nee, ich brauch. Also, das Ding ist halt, wenn Snazzy mehr sagt, dann passt, ne? Weil Snazzy hat, glaube ich, einen Ultra-Wide-Bildschirm, das heißt, der ist auch schon so klein in der Höhe. Wenn der sagt, das passt, dann passt das. Genau. I believe in him. Aber ich guck's mir trotzdem nochmal an. Danke fürs Feedback, Chat. Und das in der Mitte wechseln wir noch. Mir ging's ja auch eigentlich nur darum, ob wir das behalten oder nicht. Opa. Ja, hey, Michel, was machst du?
zu! Sorry! Aber du ziehst davon rechts rüber, ey! Sorry! Okay. Unfassbar! Ja, hey, du bist einfach. Also, ja, ich muss nur. Ein Raul! War Hans Maul! Ja, das müsste man mal gucken, Striker. Ich weiß nicht, ob sich jemand mit SimHub auskennt und das vielleicht mal rausfinden könnte, ob man weniger Fahrer einstellen kann, weil dann können wir es ein bisschen größer machen, weil dann müssen wir das nicht immer in den Bildschirm reinziehen. Ich kenne mich damit leider nicht aus. Also, dann könnten wir das vielleicht ein bisschen tweaken. Wenn ich wüsste, wie das geht, würde ich das machen, aber ich habe davon leider noch gar keine Ahnung. Das sind für mich böhmische Wälder. Das ist genauso wie mit den Schatten hier in der Mitte. Das habe ich vorhin auch nicht auf die Schnelle gefunden. Wie viele Schaden ich habe, das ist viel wichtiger. Ja, das wird auch ein bisschen was sein. Kann dich beruhigen. Mich hat es nur 10 Sekunden Schaden. Yellow Flag ahead. Slow car ahead. Du bist mir ja voll über die Kalle gezogen. Was soll ich denn noch machen? Yellow Flag in Sector 3. La la. Schlimmer ist, dass jetzt der Käfer da rankommt. Ey, Haskodon! Kein Käfer. Maga! Wie geht's dir? Versuch Nummer 2. Oh, ich muss halt auch irgendwie noch Auto fahren zwischendurch. Okay. Zweiter Such. Ich würde an dieser Stelle kleine rote blaue aktuelle Platzierung besser finden als das große. Was? Hier geht's ja darum, dass die. Okay, voll gut. Klopf, klopf, alle wieder wach. Ja, also Butter bei der Fische, Freunde der Sonne, jeder hat da andere Präferenzen. Ich nehme immer die breite Masse. Wenn die breite Masse sagt, jo, ist gut, dann behalte ich das, weil ich nicht auf jeden Wunsch eingehen kann. Das geht halt einfach nicht. Das funktioniert nicht. Also ich verstehe das, dass jeder andere Präferenzen hat und jeder irgendwas anderes geil findet, aber kann nicht auf jeden Wunsch eingehen. Du hast bestimmt das neue F1 zu was, Nein, nein, es wird kein Fakt. Schiff, danke schön für 100 Bits. Ich kriege meistens eine Mail, wenn sowas kommt. Also wenn aber, also da wirklich, ich nehme mal, also ich versuche auch sowas anzunehmen. Ich gucke mir das nachher alles mal an. Vielleicht können wir das irgendwie kürzen, dass da weniger Leute drin stehen oder so. Also, ich glaube nichts. Ich darf ja eh nichts dazu sagen. Dann, ich habe ja trotzdem. Hä? Ach so, Xentrin hat, Ah, ich verstehe. Zentrum hat, glaube ich, auch die Bremsen gewechselt. Da habe ich sie mir zwar gezeigt, das war Revanche-Aktion nach dem Bürger-Aktion. Aber ich glaube, mein Auto ist da. Ich bin langsam dabei. Ja, es ist nicht immer richtig so, du hast Piu, 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 piu! Also ich habe einen Frontschaden, 5 Sekunden zwar nur, aber die Doppelrechts ist halt kacke. Mit dem Schaden, also... Ja, 96. Ja, mal gucken, ob ich das 96 noch fahren kann. Genau, F21 wird mein Jahr, da fang ich dann mit. Wollen wir eine Umfrage starten? Nee, wollen wir nicht. Ich muss dann auf meinen Kanal fahren. Wir arbeiten hier nicht mit Umfragen, hier gibt es keine Demokratie. Hier gibt es die Meinung meiner Mods, hier gibt es die breite Masse, wer besser im Chat spammt und dann gibt es meine Meinung. Und aus diesen Meinungen, aus diesen dreien wird gemittelt. Dafür brauchen wir keine Abstimmung. Weil ich dir sagen werde, da kommt nur Scheiße bei raus. 8 Jahre Twitch-Stream haben mich eins gelehrt. Frag den Chat einfach nur so, der Spam setzt sich durch, alles andere wird immer so eine 50-50-Sache. Jeder Strawpoll wird so ein 50-50-Ding.
Boah, ist das dicht. Huh, da hätten wir aber wieder malen können. Ich kann fahren nebenbei, alles gut. Ich muss das eh lernen zu fahren und Schätze lesen. Also ich fahre jetzt nicht unbedingt langsamer, glaube ich. Also ich könnte schon ein bisschen schneller fahren noch, aber okay. Könnte sich bitte in die Box teleportieren, das ist etwas verwirrend, wenn man ständig gelbe Flagge hier hat. Ich weiß es auch nicht. Du musst da bremsen, weil gelbe. Wobei, nee. Eigentlich fahre ich schnell genug, weil ich habe gerade Xentrin durchgemessen und dadurch habe ich Zeit verloren. Also von daher ist eigentlich alles gut. Ah ja, ist das gelb? Gelbe Flagge kann man sagen, ich bin ja. Genau. Bin ich da. Spaß beim Reading. Welcher? Welcher? Oh! Wow! Ich habe jetzt gerade auf den Chat geguckt und da ist der Albert. Da hat man mega auf die Grenze gestiegen. Da ist fast. Da ist fast reingemettelt. Also nach den 2-Stunden-Rennen machen wir übrigens erstmal ganz kurz eine Pause. Ich schwitze sehr. Aber wisst ihr, was ich krass finde? Bei mir ist Spar mittlerweile so eine unfassbar krasse Automatisierung geworden, dass ich halt wirklich in Kurven schon Chat lesen kann. Also ich meine, ich fahre ein bisschen langsamer, logischerweise, klar. Aber ich kann halt Chat lesen nebenbei, weil mein Körper macht das komplett automatisch hier. Opa. Keine Ahnung. Ja, meine Reifen sind viel über. Ja, das Ding ist halt, wenn du halt eine SG30 hast, fährst, eine DT hast, wieder durchfährst, ja auch nicht genug für die Reifen. Genau. Jedenfalls komme ich mit drauf. Ich hasse Spar immer noch. Also da ändert sich, wird sich auch nie was dran ändern. Ich hasse diese Strecke. Das ist ein riesiger Haufen Renngeschichte, den ich nicht mag. Damit bin ich übrigens noch nicht so zufrieden. Was ist deine Lieblingsstrecke? Drift ist Gurbel im Teil. Bathurst. Mount Panorama. Mit Abstand die geilste Strecke. Zeig, so weit ist der schon weg. Man merkt halt, wie wichtig der Flotte irgendwo ist, weil kann er einfach meine Arbeit. Die Reifen sind nicht so durch, du musst massiv zu bedenken. Meine Reifen bin ich halt gespannt, wie das schon im Weg hat. Ich will noch Schweiß haben. Brands Hatch kommt nach Bathurst bei mir. Bin ich aber auch schon ewig nicht mehr gefahren, weil die nie einer fahren will. Ey, wenn es nach der Community gehen würde, würdest du den ganzen Tag Spar fahren oder Nürburgring? Dann bist du schon mal safe. Das war schon lustig auf jeden Fall. Also Radiorg ist wohl übel, ey, da bin ich ja wirklich fast gerade ausgefahren. Ja, du hast auch einen Delta-Vergleich zu dir 2 Tage gut gemacht. Also es war von. Ja, ich habe meine Mitfahrer leiser gemacht, weil die nonstop reden. Und ich einfach, wenn da niemals zu Wort kommen, mit euch zu quatschen. Aber deswegen habe ich hier einfach leiser gemacht, die Boys. Dass ich Radio und ich immer abgeflogen bin mit dem Audi. Stimmt. Also Vertrauen ist da. Ich fahre nur Endurance-Rennen. Ich fahre keine Sprintrennen. Ich mag Sprintrennen nicht so gerne. Rexo, ich habe mir das. Also, warte. Lass mich das umformulieren. Das war falsch gerade, was ich gesagt habe. Also, ich bin erstmal vorrangig bin ich persönlich ein Endurance-Fahrer und kein Sprintfahrer.
Das muss ich hier nachher nochmal üben. Da habe ich gerade vom Dings hier kein... Kann ich nicht einschätzen. Ich bin kein Sprintfahrer. Ich wollte LFM fahren. Das ist ja lange Zeit. Aber ich habe einfach gar keine Zeit gehabt, die letzten paar Wochen, das zu machen, weil wir jetzt so viele Endurance-Rennen haben. Also am Samstag ist 12-Stunden-Rennen in Barcelona. Nächste Woche ist 24-Stunden-Rennen. Die letzten zwei Wochenenden habe ich das Rig aufgebaut. Zwei Rigs aufgebaut. Und da war echt nicht so viel Zeit, um andere Sachen zu machen, um ehrlich zu sein. Wir fahren in Barcelona Mercedes. Da freut sich Lisa. Bei dem Baumhaus. Ach, Kippen holen. Ach ja, deswegen war gerade Kippen holen. Da hat er jetzt gerade, da hat er im Nachgang noch geschrieben, das nächste Mal schicke ich lieber meine Frau. Ach so, okay. Ja, das haben wir jetzt falsch assoziiert. Das sind halt diese berühmten Außenzusammenhang gelesenen Aussagen. Und außerdem kommt noch dazu, ihr dürft immer nicht vergessen, ich bin nicht only Racing Content. Also hier gibt es halt zwischendurch auch immer noch was anderes. Also ich meine, ja, wir fahren in letzter Zeit sehr viel ETS, logischerweise, aber wir werden jetzt die nächsten Tage auch Resident Evil spielen noch. Also, ne? Nicht? Nee. Noch nie gewesen. ETS werden wir die Woche auf jeden Fall auch noch fahren, Leute. Keine Sorge. Alter, wie weit fährst du? Ja, moin an alle. Danke für die Follows, danke für das Einschalten. Willkommen, willkommen. Leider im Rennen ein kleiner Pinguin ins Auto gefahren, deswegen habe ich einen leichten Schaden. Aber sonst alles gut. Du hast ihn einfach überfahren, hast du den Pinguin. Ja, es tut mir ein bisschen leid, ey. Es ist ein ganz schlechtes Gewissen. Er war so wehrlos einfach. Da war er einfach und dann war es schon zu spät, um nichts mehr machen. Sind nach dem Spa noch weitere Endurance-Rennen geplant? Ja, wir haben dann im Juni. Im Juni fahren wir, glaube ich, 8 Stunden irgendwas und dann müssen wir mal gucken, was wir noch so finden. Ich weiß gerade, ich habe gerade aktuell keinen Überblick, weil mein Kopf voll ist mit Racing-Sachen und dann noch was anderes gerade. Also, ich bin gerade planungstechnisch ist die Rübe komplett voll. Aber ich glaube, irgendwas war noch, ja. Irgendwas habe ich noch auf dem Zettel gehabt. Noch ein anderes 24er. Wann ist nochmal die Charity-Geschichte? Ausrufezeichen Rennkalender. Was machen alle hier? Ich mag die Bodenwelle einfach. Vielen Dank. Jetzt hätte ich die Bodenwelle irgendwo ausgelaufen. Oh ja, Capties, wir werden Resident Evil auf jeden Fall spielen. Ich habe nur halt dieses Wochenende, Freitag keine Zeit gehabt. Das werden wir diese Woche, letzte Woche Freitag. Wir werden das dann diese Woche, denke ich mal, nachholen. Vielleicht fangen wir damit morgen schon an. Ich muss mal gucken, was Sascha jetzt sagt, also E-Guy. Weil der möchte gerne noch trainieren und ich würde auch sehr gerne noch ein bisschen Barcelona trainieren die Woche. Ich werde dann wahrscheinlich mal mit Igai, also Sascha, zusammen streamen die Woche.
Also ich denke mal mehr als einmal, aber wir müssen da erstmal unsere Perioden synchronisieren. Nächster Clip. Ray überfährt kleine Armlose. Er hat leider vorhin, glaube ich, nichts mehr in den Chat geschrieben, als ich ihn gefragt habe, wann er anfangen will heute. Eigentlich wollten wir das heute noch machen. Ja, wie gesagt, sehr leid. Du müsstest an die Pinguine von Madagaskar denken. Alles klar, Lord. Die fahren, überfahren hier. Ah, er meldet sich über WhatsApp. Dankeschön, Raw Royale, das ist nett von dir. Ja, dann gucke ich nachher rein. Ich habe jetzt, beim Rennen kann ich natürlich nicht gucken. Danke, Chat. Ja, weil ich jetzt weg muss, Mensch. Mann, ich wollte mich schon sehen. Ja. Was denn langsam? Also, Mensch, Witz. Ja, ja, muss auch noch lassen. Ja, Mensch. Ich hab das schon immer im hohen Eingang probiert. Ich bin dann immer von der Bremse gegangen in der Hoffnung, dass ich mich bloß so ganz leicht anstütze. Deswegen war ich schon fast immer beim Stoßfänger. Aber hätte ich noch später gebremst, hätte ich die Kurve nicht mehr bekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass ich jetzt ein paar Tage nicht gefahren bin, alles neu ist sozusagen, ist das schon eine ganz gute Leistung eigentlich. So wie ein anderen Rausch. Danny, du bitte baut auf der Straße. Peter, Reichtage. Ich hab schon Angst. Welche Laufschienen befinden sich unter deinem Seat? Die sind von Sandleier. Entschuldigung, beruhigt es sich eben wieder. Du, auf wie der schon. Schubst halt auf der Strecke, werde ich das sicherlich tun. Du recht. Nicht höchstens eine Klage, dass er mir abschreibt. Obwohl, nee, stimmt gar nicht. Meinst du die Seitenaufhängung oder die Schienen im Sinne von Schiebeschienen? Das gibt nur, ja, eine Verwarnung. Die Schiebeschienen, ja, die sind von Santa, die anderen sind von GSE. So, jetzt merke ich aber auch langsam mein Bein, also mein Knie. Ich glaube, das wird man nie wegkriegen, schätze ich mal. Sportbandage? Nee, ich muss halt 2 Stunden bremsen. Also ich glaube, nach 2 Stunden bremsen ist das relativ normal. Würde ich behaupten, dass das ein bisschen sich meldet. Wir haben ja Großes vor. Ne, die Monitore wackeln nicht. Der Sitz. Das ist das Force Feedback. Die Monitore stehen fest. Ne, mit ohne TC sterbe ich, glaube ich. Da kann ich den Drift nicht halten. Ja, das ist eh schwierig. Das gibt's in der Junge. Überhaupt nicht auf die Kraft gemacht. Das war ein bisschen zu weit.
ja immer zu spät. Wir sind schon bei 28,8. Drücken. Ja, ja. 28, ja, ich war ein bisschen. Also, wenn du dich noch ein bisschen anstrengst, könntest du fast den Regen fahren. So. Ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Rig. Also wirklich sehr, sehr zufrieden. Yellow Flag ist aktuell. Fahr doch mal auf der Chemist Straight in den Rasen hinterher. Nee, nee. Doch, doch. Was passiert da? Wenn du es richtig machst, kannst du so Luft verlieren auf dem Dach. Nee. Mein Auto ist aus. Nee, ich muss das Mittel mit uns kommen. LOL! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich muss das Mittel mit uns kommen und dann ist die hinter mir reingefahren. Ich dachte, der geht nur in Gang 1 oder so. Oh rein, Mann! Ne? Ja, der war ja im ersten Gang. Achso, ja, gut. Oh Mann. Ich hab Mann. Einfach. Ich hab einfach auf der ersten Kurve auf dem Scheiß so einen Knopf gekommen, Mittel mit da drin. Ich geb Gas, es geht nicht vorwärts, ich bin unter mich. Die zwei hinter mir schießen sich halt gegenseitig an. Ja. Ja, so, da hast du mal einen Break-Test gemacht. Ja, fast wird was gedacht. Nee, bei mir nicht. Pesco, bei mir ist das synchron. Also jetzt so, was ich sehen kann, aus dem Augenwinkel. Ich glaube, wir könnten Reifen schlagen und falten, dass das dann... Yellow Flag, Audi. Slow car ahead. Rig bedeutet das Gestell, wo dein ganzes Zubehör dran gebaut ist, sozusagen dein Rennsitz. Also da, wo dein Sitz drauf ist, dein Lenkrad, deine Wheelbase, deine Monitore, Schalter. Ja, ich glaube, da muss man gleich. Das nennt man Rig. Momentan nur schwarz. Jetzt mal. Monitor anschalten, dann musst du wieder was sehen. Nee, fehlt nicht mehr schwarz. Bruce Lee Beer, moinsen. Dankeschön für dein Prime. Moinsen. Bei 35 spielen sie ja. Was? Ich glaube, du hast Platzen, oder was? Ne, ich bin auf der ersten Platz, glaube ich, aber es wird dann halt da, wird's dann, glaube ich. Alles gut, Kesko. Alles gut, Kesko. Besser zweimal kontrolliert als gar nicht kontrollieren. Hätte ja alles sein können. Also, das ist Fanatec V2. Fanatec McLaren Wheel V2. Noch. Muss man dazu ja noch sagen. Aber ihr findet alles, was ihr, also Leute, die jetzt was wegen Hardware wissen wollen, ausgezeichnet Setup, da findet ihr alles. Und nicht erschrecken, falls ihr das Ding noch nicht kennt, beim Aufmachen. Ach, da ist ja das Rind. Car on the left. Clear on the left. Ja, Mingnox, ich möchte meine Wheelbase tauschen. Und dann auch das Lenkrad gleich dazu. Thank you.
10 Minuten können wir noch Quatsch machen. Also ich bin echt auf die Reifen gespannt. Ja, die Monitore kommen in SimoCube dann noch näher ran, ja, und wahrscheinlich. Aber ich bin eigentlich der Meinung, dass das so wie es jetzt gerade ist, eigentlich super ist. Also für meine Größe, muss ich sagen. Ich muss ehrlich sein, das fährt sich schon irgendwie so ein bisschen wie Schmierseife. Also man merkt es. 9 Minuten 26 sind jetzt noch. Steht oben eine. Ach nee. Ja. Steht das rechts im Overlay drin? Irgendwie habe ich gerade für die Orange recht kein Vertrauen. Irgendwo müsste es, glaube ich, stehen. Schau mal sehen, ob Sinti mit den Drifts klarkommt. Oder ob sie ihn verwirrt, meinst du? Ja. Car on the right. Ah, fuck! Clear on the right. Low car ahead. Bin ich das schon höher? Freebies! Oh, jetzt sind wir schon bei... Alter, jetzt sind wir bei 30 Start. Jawohl. Oh, jetzt wird aber... Jetzt wird's wild hier. Mit Driften. Ich bin schon auf Anfang. Was ist los? Die Reifen komplett im Arsch. Einsam. Gibt es ein spezielles Wunschlenkrad? Ja, ich würde gerne das von, ich glaube, Gomez heißt sie. Gomez Industries, glaube ich. Das hätte ich gerne. Nice Drift, Michel, by the way. Danke. Schnell weg da. Oh, Scheiße. Würdest du das auch mal bitte noch aufnehmen? Weil ich lenke ja schon so ganz, ganz gut ein, ne? What is Matze Pin Guy doing here? In der 4-Rate. Ich hab Angst, die Fische gerade. Das Lenkrad hätte ich gerne, weil die so einen schönen Winkel haben und das sieht sehr, sehr wertig aus. Also das würde ich gerne mit SimoCube 2 Pro fahren. Ne, SimoCube 2. SimoCube 2 Pro. So, jetzt. Das finde ich sehr sexy, das Lenkrad. Und das Schöne ist, da hat jemand... Oh, da arbeitet jemand dran, den ich ziemlich sympathisch finde. Also da fährt jemand mit. Nee, da arbeitet jemand mit dran, den ich sehr sympathisch finde. Das macht das auch noch so... Alter. Ray. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube ohne, ich mag so Display-Scheiß nicht auf Lenkrädern, ehrlich gesagt. Jetzt haben wir so fast alle drei Bewegungen bekommen. Ich habe Reifen gewechselt, Nichols. Ich habe bei einer Stunde und drei Restzeit Reifen gewechselt. Einmal durchfahren, bitte. Yellow Flag ist aktiv. Das Ding ist, ich brauche halt kein Display, weil ich hier den Display sehe jetzt. Also, ich sitze halt mittlerweile so, dass ich alles sehen kann. Also ich fahre halt nicht diesen komischen Fopp. Lässt du mich durch?
Du bist ein Engel, ich hab dich lieb. Michel adet jetzt im absoluten Troll des Rennens aus. Shit. Auf jeden Fall. Aber ich mag das nicht mit Display. Sorry, Magam, dass ich dich gerade ein bisschen blockiere. Ich bin scheiße. Aus der Car on the right. Clear on the right. Okay, was war jetzt deine Aufgabe? Car on the left. Einfach nur on the left. Hm. Okay. Oh, der Wagen ist schon so instabil hier drin. Die Simu-Cube viel besser als versuchen wir es mal so auszudrücken. Da ist weniger Käse drin verbaut in der Simu-Cube als in der Fanatec. Und das macht schon einen Unterschied. Ich bin kein großer Fanatec-Fan mehr, also ist jetzt nicht so, als wenn ich die Marke hasse, aber ich bin halt auch kein Fan davon. Hast du Spiegelei oder was? Nee. Ja, darum geht's doch. Probier das mal noch in der Box zu schleppen. Das macht einen aber nicht schneller. Also da würde ich jetzt mal ganz kurz das allererste Mal in meinem Leben mich äußern und sagen, das macht einen Unterschied. Also Gier macht auf jeden Fall einen Unterschied. Du wirst jetzt natürlich nicht 2 Sekunden schneller fahren, aber du kannst auf Dauer dein Auto virtuell, lässt du mich vorbei, du kannst dein Auto auf Dauer länger am Limit fahren, weil du das Auto besser spüren kannst. Und kannst somit besser korrigieren. Also Gier hat schon ab einem gewissen Punkt schon spielt das noch eine Rolle. Aber wenn du jetzt am Anfang nur Kacke fährst, fährst du auch so Kacke. Also das ändert es nicht jetzt, logischerweise. Aber Gier, die Aussage, dass Gier dich nicht schneller macht, ist so nicht ganz richtig. Das muss man immer ein bisschen differenzieren, weil Gier macht schon echt eine Menge aus. Also Mingnox, wenn es jetzt nach mir geht, ich würde das nicht machen. Ich würde mir eine Simu-Cube kaufen und ein anderes Lenkrad. Bin ich ganz ehrlich. Also ich würde das hier nicht nochmal kaufen. Ich bin kein Fan davon. Ja, bei mir ist der Wechsel nicht so krass, logischerweise. Ich habe ja schon DD, also das wird jetzt, denke ich, nicht, das wird bei mir jetzt nicht Wunder bewirken. Also darum geht es mir ja auch gar nicht. Also mir nicht. Mir geht es darum, dass diese Fanatec-Sachen hier aus meinem Brick verschwinden. Verkaufen, Penta. Häusigenwelt, Sprint fahre ich gerade.
gerade sagen, da fährt einer eine 16, aber es war eine 3-16. Hat geklappt. Keine Zweite. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, Schubidu. Die Zest. Oh, die Bande eingeboxt. Genau. Oh, okay, so. Oh, Steuerung gesperrt. Hier bin ich. Ja, Moin, ich wollte mir meine Reifen noch angucken. Oh. Nee, kommt mal leider nicht. Nee, Fanatec ist nur der bekannteste von allen. Und das führt halt dazu, dass es sehr gehypt ist. Aber qualitativ sind die Underdogs im Simracing halt einfach besser, sag ich mal. Ja, eine halbe Stunde Vorsprung. Ey, ich kann nicht erzählen. Ich wollte mal meine Reifen angucken. Ist doch. Also nicht, na gut, sagen wir es mal so. Nicht alle. Ganz gleich, glaube ich. Nicht alle. Als Rennen beendet geht es, oder? Ja, da muss ich aber nochmal mit. Nicht alle, das stimmt so nicht. Ja, da muss ich aber nochmal mit dem Ziel hier fahren. Ja, dann auch. Auf geht's. Feuerwehr! Okay, sorry. Das stimmt, das kostet mehr Geld, ja, logischerweise. Klar, es gibt halt keine guten Alternativen im Mittelklasse-Segment leider und im niedrigen. Kann immer noch keinen Escape drücken. GG's. So belastetastisch. Schönes Rennen. Ist halt immer noch 2 Minuten. Von 50 ja. Nochmal runtergefahren. GG, schönes Rennen. Ja. Hast du, glaub, noch Platz 13 gesnackt, ne? Weil er hatte eine Strafe, glaube ich, noch am Ende. Weiß ich nicht. Ich bin jetzt 14 aktuell. Okay. Und normalerweise, weil der hatte noch eine Drive-Thru und die hat er ja wohl nicht abgesessen, denke ich. Ja, dann bin ich von 48 runter auf 14 gefahren. Ja, krass, ey. Not bad. Ja, ja, in der ersten Runde gleich zweimal gedived worden. Komplett weggeschossen. Gedive-bombed oder gedive-draft? Weil wir haben eine neue Fahrdisziplin rausgefunden. Ich wurde gebombt. Dive-draften. Ich wurde einmal von außen gebombt und weggeschoben und dann das nächste Mal von innen und weggeschoben. Nee, die 90, ja, stimmt, hast recht. Die 90 Liter waren die bessere Option, ja. 90 Liter, lul. Was hast du für einen Spritverbrauch gehabt? Ich? Hm? 3,9. Lol. Audi einfach übelst. Leck mich am Arsch. Kein Spaß. Bist du durch? Dennis, bin ich am Arsch. Ja, das ist jetzt ein Doppelstint, Jay. Davon darfst du 2 fahren, glaube ich, oder so. Ja. Ja, 2. Alter, wir fahren Doppelstints? Ja. Ja, normalerweise fährt man Doppelstints. Scheiße. Ja. Aber ich denk mal, wir werden das für euch im ersten dann bei uns im Team anders machen. Wobei ich finde, Doppelstint, meistens ist man im zweiten Stint dann nochmal ein bisschen besser drin wie im ersten. Also so schlimm ist das gar nicht, glaube ich. Also auch für den Anfang nicht. Erstes Stint war halt ganz schlimm bei mir, ey. War ich so nervös. Zweiten war ich echt ganz zufrieden. Ja, eben, das ist auch beim richtigen Rennen meistens so. Beim ersten ist immer alles so scheiße und im zweiten läuft's dann. Weil ich kann immer noch nicht Escape drücken. Ich wollte meine fucking Reifen angucken, Mann. Achso, ich will auch mal kurz den Unfall, den ich da gebaut habe, mal nochmal angucken. Sollte ich jetzt auch irgendwas machen? Kann ich irgendwas noch machen? Schnell irgendwas zur Auswertung, was hilft? Wiederholung speichern? Keine Ahnung, ob das Wiederholung kannst du speichern, falls du das nicht automatisch speichert.
Wobei du halt nur die Hälfte des Rennens wahrscheinlich gespeichert bekommst, weil das irgendwie immer nur... Keine jetzt Ahnung. Ist nur eine Dreiviertelstunde irgendwie gespeichert, warum auch immer. Nehmen wir einfach mit. Und ansonsten kannst du auch irgendwo einstellen, dass er die automatisch speichert immer. Da musst du dir eigentlich den Stress gar nicht machen. Wer hätte denn gewonnen? Der Nord, glaube ich, müsste vorne. Ja. Mit Riesenabstand. Der Herr Nord, der kann halt fahren und saß im Essen. Krass. Hm. Raid 2. Stark. Hm, danke. Was ist denn hier bei Ja, gut, man muss. Ja, ich hab also mich, Ray, ich hab mich Ray, geschossen. Ray hat den Pinguin überfahren. Ja. Da, ich hab gedacht, komm. Unglaublich. Wenn der so langsam ist, dann weg mit ihm. Gerade gewundert, warum denn? Jetzt ich suche die Szene jetzt nochmal. Wann war denn das nochmal? Das war nach dem Boxenstopp, ne? Ja. Moment, also, mein Driftsatz, hey, hat hinten Graining schwerwiegend. Da ist doch Michael, das muss in der Runde schon gewesen 1, sein. 1,6. Ah ne, in der nächsten ist das.